Hallo, grüßt euch, die Kanal-News heute am Sonntag, den 9. Januar 2022 schon wieder und schon wieder News-Ausgabe Nummer 2 in diesem noch sehr, sehr jungen Jahr. Tja, die News ein bisschen anderes Format heute, weil es macht keinen Sinn. Ich war jetzt mal 2-3 Wochen auch ein bisschen in der Urlaubsphase, habe ein bisschen weniger Videos produziert, um einfach auch ein bisschen meine Akkus und ich muss die vom E-Bike ein klein bisschen aufzuladen. Deswegen ein klein bisschen zurück in den Zeit vor Weihnachten, wo es ein bisschen ging um das Thema, welche Helme fahre ich aktuell und warum fahre ich diese Helme. Diese Videos, wie üblich, alle in der Ecke nochmal schon verlinkt oder auch neben mir gerade zu sehen. Da könnt ihr euch das Video einfach nochmal anschauen. Hier ist ein ganz klein bisschen drum, welchen Helm ich wann fahre und welchen ich wie gern fahre und warum ich welchen Helm überhaupt geholt habe. Ich habe so 4-5 Helme, die ich immer so ein bisschen durchwechsle, je nachdem, was ich für einen Tagesfeeling habe für einen Helm und je nachdem, was ich von der Tour gerade fahren möchte. Ging aber auch ein klein bisschen um ihn hier, um diesen Fullface-Helm von Uvex, den Heckel Hide 2.0, ist eher so ein bisschen eine Helmkonfiguration für ein bisschen gröberes Gelände oder ein bisschen mehr Risikobereitschaft, die man einfach auch eingehen möchte. In diesem Video war aber oftmals die Frage drunter, ja, wenn du diesen Helm hast, brauchst du ja keinen Helm weiter, weil du hast ja dann eh alles in einem drin. Diesen Kinnbügel hier unten kann man ja abnehmen, dann ist ja ein ganz normaler Halbschalenhelm. Ja und nein. Also für alle, die wahrscheinlich ein bisschen ernsthafter fahren, ein bisschen mehr fahren, da wird ein Helm einfach nicht reichen. Wenn einfach mal ein Helm durch ist von einer längeren Tour, dann muss er auch mal trocknen und dementsprechend braucht man auch mal einen zweiten Helm als Ersatz. Und wie üblich für so ein Hobby, da kann man sich auch mal ein oder zwei Helme mehr leisten. Aber darum geht es jetzt gerade gar nicht. Es geht eher darum, warum leisten man sich eigentlich, wenn man diesen Helm hat, dann noch einen zweiten Helm dazu, weil der kann doch eigentlich alles. Ja und nein. Also als Fullface-Helm, wenn man wirklich ein größeres Risiko eingehen möchte, ist dieser Helm wirklich richtig, richtig cool. Vor allem das Gewicht hat natürlich einen super Vorteil. Der hat irgendwas, ich glaube 700, 800 Gramm, also nicht wirklich viel. Ein super leichtes Gewicht am Helm. Deswegen nutze ich ihn einfach auch wirklich gerne als Fullface-Helm. Natürlich, ich nutze ihn dann auch nur, wenn ich wirklich ein bisschen mehr Risiko eingehe. Und jetzt die Frage, in den Videos war ja sehr, sehr oft zu diesem Thema, warum nicht einfach bloß ein Helm, kannst du einfach diesen Kinnbügel hier abnehmen. Relativ simpel, das sind hier hinten zwei so kleine Schrauben. Na, sitzen recht stramm, aber gehen dann auf. So, und dann kann man diesen Kinnbügel einfach abnehmen und dann kann man aus dem Fullface-Helm einen ganz einfachen Halbschalenhelm in diesem Fall machen. Gehst du auf? Ja, du gehst auf. Und dann kann man den Kinnbügel relativ einfach wegklappen. Na, geh weg. So, und dann habe ich hier vom Prinzip einen ganz normalen Halbschalenhelm übrig. Mein Problem dabei ist folgendes. Ich habe diesen Helm jetzt in der Größe, lass mal kurz reinschauen, da kann ich es euch genau sagen, gekauft. Auch die Größe, wo ich dann sagen musste, die brauche ich auch zum Fahren wirklich. 56 bis 61. Ich habe so einen Kopf, so irgendwas um 58 cm, also es passt schon relativ gut. Und das Problem ist, dieser Helm ist mir als Halbschale zu groß. Da sitzt er einfach nicht optimal. Und als Fullface-Helm sitzt er mir ehrlich in der Größe optimal am Kopf, weil diese kleinen Polster, die hier hat für diese Bäckle, machen ihn ganz klein bisschen enger, wenn man als Fullface-Helm trägt und dann brauche ich ihn einfach in der passenden Größe. Deswegen scheidet für mich schon mal komplett aus, für diesen Helm nur einen zu fahren, weil er ist mir als Halbschale zu groß und als Fullface passt er mir richtig gut und genau. Deswegen kann ich ihn eigentlich gar nicht ersetzen, nutzen durch einen Halbschalenhelm so rum, wisst ihr, was ich meine, weil es mir von der Größe einfach dann nicht mehr passt. Das ist ein Grund, warum ich ihn nicht allein fahren kann. Da muss man ein bisschen gucken, das Thema Sichtfeld ist mir immer auch ein ganz wichtiger Punkt beim Thema Fullface. Ich fahre den Fullface hier auch ab und zu mal recht gern, wenn wir zusammennehmen her. Ich baue den Fullface-Helm hier auch ab und zu mal recht gern im normalen Straßenverkehr, wenn er halt einfach mal gerade an dem Platz ist, wo mein Bike sich gerade auch befindet oder wo man halt sagen kann, ich habe ihn halt gerade im Zugriff. Da habe ich ein bisschen den Struggle immer, also als ganz normaler Fullface-Helm, wie ich ihn jetzt quasi, gehst du wieder zu? Ja. Wie ich ihn jetzt hier habe, ist Sichtfeld ein klein bisschen eingeschränkt. Das heißt, man muss ein klein bisschen aufpassen im Straßenverkehr, wenn man mit dem Helm alleine fährt, dass man einfach den Kopf weiter drehen muss. Man muss sich halt einfach auch im Klaren sein, wenn man sich ihn dann holt als klassischen Alleinhelm. Für die Touren im Wald und im Waldspielen gehen und mehr Risiko eingehen oder auf dem Bikepark, ist ja oftmals sogar ein Fullface-Helm-Vorschrift, da macht er einen mega, mega coolen Job und dafür
finde ich ihn auch genau am richtigen Fleck. Also im Straßenverkehr fahre ich ihn ab und zu auch. Und oder wenn ich halt auf dem Weg bin, wo ich sage, ich gehe ein bisschen mehr Risiko nächste Zeit ein, da macht er wirklich einen richtig coolen Job. Das engere Sichtfeld, da muss man klein ein bisschen aufpassen, das kann einen irgendwann mal auch ein klein bisschen stören. Engeres Sichtfeld, gleich Punkt Nummer 2 mit der passenden Gockel, die ich dazu habe, muss man auch ein klein bisschen aufpassen, dass man dann noch enger und dann noch mehr den Kopf drehen. Sprich, wenn man schon mal im Regen oder jetzt im Schnee, wie es gerade aktuell bei uns hier schneit, fahren möchte und die Gockel auch als gewissen Schutz für die Augen nimmt, dafür ist sie ja schlichtweg auch da, vom Schnee und für den Regen. Anlaufen tut sie überhaupt nicht, macht gar kein Problem, nur halt wird das Sichtfeld halt noch eine Idee enger und deswegen denke ich, ist diese Gockel eher so die Ausstattung, wenn man wirklich aktiv rausgehen möchte und ein bisschen mehr Risiken eingehen möchte, wie im Bikepark oder wie man einfach auch aktiver fahren möchte, dann macht die schon Sinn, um keine Steinchen oder keine Äste in die Augen zu bekommen. Das macht dann schon Sinn. Und ich möchte auch nicht drüber nachdenken, da ich ja Brillenträger bin und immer mit der Brille fahre, also mit der Brille meistens fahre und dann schon einige Gläser versaut habe mit Steinschlägen und sonstigen Dingen, was man sich da alles in die Augen einhandeln kann. Deswegen, so eine Gockel macht dann schon Sinn zum passenden Fahrmoment dementsprechend. Also, gehen wir kurz nochmal ein auf die Pro und die Kontras. Für mich ist der Helm eher fürs bisschen größere Risiko einzugehen oder er ist halt gerade mal da, wo es gerade das Bike steht. Oder ich habe einfach Bock auf ihn, an diesem Tag ihn einfach zu fahren, muss man auch ganz klar mal sagen. Gehört ja genauso auch dazu. Meine Pros, wirklich cool als Fullface-Helm, ein super leichtes Gewicht. Ich blende euch gerade mal unten ein, wie schwer er wirklich ist. Der ist sogar leichter als mein anderer Helm, den ich aktuell noch fahre. Da wiegt er deutlich weniger als ein klassischer Halbschalenheld sogar manchmal. Was auch richtig cool ist als Pro, deswegen nutze ich ihn auch ab und zu wirklich noch gerne, so als normalen Straßenhelm. Der Verschluss ist halt mit diesem Mechanismus zum Draufdrücken und dann einfach hat man ihn raus und genauso wieder zu mit diesem Rastteil. Wirklich richtig cool. Das finde ich schon richtig genial bei diesen Uvex-Helmen und dafür nehme ich ihn wirklich richtig gern. Zwei kleine Kontras, einmal das engere Sichtfeld, gerade im Bereich vom klassischen Straßenverkehr fahren, muss man klein ein bisschen aufpassen, ob man damit klarkommt. Und dieser Helm hat kein MIPS, also nicht die Entkopplung zwischen Innen- und Außenschale. Wenn man auf diesen Fakt ein klein bisschen Wert legt, dann sollte man halt auch gucken, wenn man das haben möchte, vielleicht weniger ist er dann für einen geeignet. Aber so als Fullface-Helm und für den Faktor, ich gebe ein bisschen größeres Risiko ein, ein richtig, richtig cooler Helm und da macht er einen richtig coolen Job. Deswegen, mir reicht einer definitiv nicht aus, weil es A, jeden Tag unterschiedliche Fahrsituationen sind, einen Tag eher so ein bisschen chillig rumcruisen, anderen Tag vielleicht auch ein bisschen mehr Risiko eingehen oder wie ja die Laune einfach auch steht. Deswegen wird ein Helm nicht jedem reichen. Wenn der jetzt auch zwischen Fullface und Halbschale einfach zerlegbar ist, hat er für mich, wie gesagt, dieses Problem mit der passenden Größe, dass er einfach mir zu groß ist, die Halbschale im nur Halbschalenbetrieb und als Fullface mir optimal passt. Das waren so ein bisschen die Gedanken unter dem Video vom letzten Mal und die Kommentare, die ich sowohl als Insta, als DM, als E-Mail und als Kommentar drunter las, dachte ich, gehst doch einfach nochmal drauf ein auf dieses Thema dieses Uvex-Helms und dieses Fullface-Helms, wobei ich kann ihn uneingeschränkt empfehlen. Der macht einen mega coolen Job und wiegt vor allem wenig. Und die Durchlüftung ist auch im Sommer richtig, richtig cool. Also man kann dann auch im Sommer bei heißem Wetter fahren mit ihm und man schwitzt nicht allzu arg. Macht nämlich auch noch einen richtig großen Vorteil. Ja, die News-Seite ein bisschen anders als sonst, weil einfach diese Woche jetzt nicht so viel los war hier auf dem Kanal. Aber ab nächste Woche starten wir wieder ins aktuelle YouTube-Jahr rein, weil da hier auch in Baden-Württemberg am 10., also morgen am Montag, nachdem ihr das Video seht, wieder das Leben bei uns ganz normal beginnt. Die Feiertage sind alle rum und wir arbeiten wieder in Baden-Württemberg ganz normal los. Bin ich auch ein ganz klein bisschen froh drum, wenn dann immer 3 Wochen lang die Welt ein klein bisschen stillsteht, ist für mich dann auch immer ein bisschen irgendwie ein bisschen lang die ganze Geschichte. Aber so ist es halt einfach über die Weihnachtszeit hinweg. Und da gehen wir auch wieder in diese Videos hinein, wo wir gucken können, bitte Schraubervideos, ein paar coole Videos mitfahren. Und ich glaube auch, wenn der Schnee weiterhin so bei uns schneit, wie es gerade aktuell losgeht, können wir auch noch 1, 2 coole Drohnenvideos machen, wenn wir Drohnen fliegen dürfen, nachschauen, wo wir ein bisschen die Schneelandschaft als kleines Edit einfangen dürfen und auch einfach mal in diese Richtung wieder was auf dem Kanal hier raushauen können. Finde ich auch immer spannend, noch sowas zu machen als kleines emotionales Video der aktuellen Wetterlage. Soweit die News. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst ein Like da und bis zum nächsten Videos. Ich freue mich auf euch mega. Macht's gut und bis dann. Ciao.